Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei HiFi Journal. Wie du sicherlich sehen kannst, bin ich auf keiner Messe, sondern bei einem Hersteller und niemand Geringeres als ELAC ist das hier heute, der Auserwählte, beziehungsweise ich bin der Auserwählte, der ein paar Informationen für euch mitteilen kann. Und ich habe mir hier Scarf geschnappt aus der Entwicklung von ELAC und mit ihm gemeinsam werden wir uns mal ein wunderbares neues Produkt anschauen, was jetzt in den nächsten Wochen auf den Markt kommen wird. Hallo Scarf, schön, dass wir hier sein können. Hi Marcel, schön, dass du da bist. Mal wieder. Ja, mal wieder, finde ich auch gut. Und ich will gar nicht lange rumschnacken, es geht um die BS312.2, ist das korrekt? Das ist soweit korrekt, da fehlt noch ein bisschen was vorne dran, aber ja, genau. So heißt das Produkt. Ja, derjenige, der das kennt, dem muss ich nicht viel erzählen, ein ELAC-Urprodukt seit 30 Jahren im Programm, hat jetzt was Technologisches Neues erfahren. Und Scarf, ich würde dir jetzt mal die nächsten Minuten mal ein bisschen überlassen. Was war euer Entwicklungsansatz an diesem Lautsprecher? Wo wolltet ihr ihn hinbringen? Und was gibt es hier noch für interessante Details, die wir mal durchschauen wollen? Ne? Es ist schon so, wie du sagst. Der Lautsprecher hat eine lange Historie hier bei ELAC, 30 Jahre. Wir haben mal überschlagen, weil es nicht mehr sich in der EDV nachvollziehen lässt. Wir haben wahrscheinlich knapp 100.000 Einheiten von diesem Lautsprecher gebaut. Das ist eine ganze Menge und somit ist es wirklich eine Geschichte von ELAC, die in diesem Lautsprecher steckt. 30 Jahre her, da wollten wir was Ultrakompaktes machen, etwas, was nicht so aussieht, wie es klingt. Das hat man, glaube ich, geschafft. In der Presse wurde es damals als kleines Wunder bezeichnet. Und das ist auch heute noch so. 30 Jahre sind vergangen, da sind eine Menge Evolutionsstufen zwischen. Aber eins hat sich nicht verändert. Das Gehäuse sieht immer noch gleich aus. Es ist das gleiche Gehäusedesign, das gleiche Material. Wir reden immer noch über einen Lautsprecher, der aus Aluminium gefertigt ist. Unglaublich schwer, damit wir wirklich keine Einflüsse vom Gehäuse selbst bekommen. Aber natürlich hat sich im Inneren im Laufe der Jahre viel getan. Und jetzt, wo wir auf das 30-jährige Jubiläum hinauslaufen, auf den 100.000. Lautsprecher, wollten wir dem Lautsprecher wirklich mal was angedeihen und nochmal versuchen, das Rad, was schon rund ist und schon seit vielen Jahren rund war, noch mal runder zu machen. Sehr gut. Es ist genauso, wie du sagst. Von daher hat die BS312, die jetzt Elegant 312 heißt, Elegant war der erste Name dieses Gehäusedesigns, was wir hatten. Elegant 305 hieß sie damals. Nun heißt sie Elegant BS312.2. Da steckt ein bisschen was Neues drin. Du hast es schon hochgehoben. Da steckt zum einen unser neuer Jet-Hochtoner drin, der Jet 6, über den wir noch sprechen werden. Genau, da muss ich noch eingrätschen, haben wir auch noch ein extra separates Video zu gemacht. Das habe ich dir jetzt hier nochmal verlinkt, wo wir wirklich mal auf technologischer Ebene uns angucken, was jetzt der nächste Evolutionsschritt ist. Sorry, dass ich untergebrochen habe, aber ich glaube, das ist auch ganz interessant. Ja, sonst alles gut. Von daher, da steckt der neue Jet 6 drin mit all seinen akustischen Vorzügen. Man kann ihn leicht erkennen. Oder relativ leicht erkennen an der neuen Frontgeometrie. Was man nicht erkennen kann, ist, dass sich auch im Bereich des Tieftöners eine Menge getan hat. Lässt sich von außen gar nicht sehen, von innen schon. Und so haben wir versucht, Stück für Stück das Rad runter zu machen, die Akustik weiter zu perfektionieren und wirklich das Produkt immer besser zu machen. Und du hast es schon erwähnt, es ist nicht nur das Produkt, was ein akustisches Facelift bekommen hat. Es ist auch das Zubehör, was sich verändert hat. Zum einen sehen wir hier vorne einen neuen Aufsteller, eine Bodenplatte, die nicht einfach nur eine Bodenplatte ist, sondern gleichzeitig eine akustische Entkopplung über ein spezielles Gummi-Inlay, genau. Was sich auch mit Lautsprecherständern kombinieren lässt, wenn man wirklich das Optimum rausholen will. Und zugleich haben wir im Bereich des Designs ein bisschen was getan. Es gibt einen neuen Bespannrahmen, der magnetisch gehalten wird. Du kannst ihn mal hochheben. Ja, ich zeige jetzt auch nochmal im Detail. Also ihr habt jetzt, glaube ich, das dann im Angebot in 6 verschiedenen Farbtönen, ist das richtig? Ja, das ist eine ganze Menge. Also das sind jetzt hier schwarz und weiß, so wäre richtig rum. Ja. Man kann das natürlich auch, das ist ja das Schöne, was ihr bei dem Produkt machen wollt, diese Gitter und die Base, die kann man alle einzeln kaufen und quasi sich seine eigenen Farbkontraste kombinieren. Da ist unter anderem auch ein Gelbton bei, ein Blauton habe ich gesehen. Ein kräftiges Rot ist dabei. Genau. Es ist halt ein Designstück. Ne? Es ist nicht nur ein Lautsprecher, es wird halt zum Teil oder zu einem Teil des Interieurs und Interieur ist höchst verschieden, alles ist höchst persönlich. Von daher, warum sollte der Lautsprecher nicht auch eine persönliche Note bekommen? Und das, was wir jetzt an Zubehör sehen, das ist nicht nur mit der neuen Elegant BS312.2 nutzbar, sondern ist wirklich mit allen Lautsprechern, die in den 30 Jahren dieser Modellreihe kombinierbar.
Und das ist eine ganz schöne Sache, wenn man sagt, Mensch, ich habe meine 310 CE so lieb gewonnen, ich möchte die gar nicht updaten, aber so ein Stoffbespannrahmen, das wäre doch mal was. Dann ist jetzt die Möglichkeit genau, also dazu. Schönes optisches Facelift. Und wir hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen, technisch, ihr seid auf Komponentenebene da reingegangen und habt jetzt nochmal das, ja, ich sag jetzt mal einfach salopp, belastbarer gemacht für den Musikgenuss. Also, dass man weiß, was habt ihr da jetzt wirklich intern noch verändert. Facelift muss jetzt nicht elementar neu sein, aber eben evolutionär, dass man halt weiter vorangeht und für die nächsten 30 Jahre rüstet. Machen wir uns nichts vor, das ist ein Lautsprecher, der wird benutzt. Und der wird benutzt zum Musik hören, er wird benutzt, um richtig Musik zu hören. Und Menschen, die solch ein Produkt zu Hause haben, die haben einen Anspruch an Musik. Und dann wird Musik zelebriert und die wird nicht nur für 5 Minuten gehört, sondern wahrscheinlich eher für 1 Stunde oder für 2 Schallplatten oder 3 oder was auch immer. Und unser Ansatz war zu sagen, hey, was können wir denn überhaupt noch verbessern? An der Akustik selbst, an der Performance im Bassbereich, da ist nichts mehr zu holen. Da sind wir wirklich so dicht an der Grenze des Machbaren. Was wir aber gemacht haben, wir haben die Schwingspule des Chassis verändert, haben sie vergrößert, haben damit die Fläche, auf der man den Draht aufwickelt, vergrößert, um eine größere thermische abstrahlende Fläche zu bekommen. Und das klingt erstmal so einfach, aber schlussendlich ist das ein ganzes Stück des Geheimnisses, denn wenn dieser Lautsprecher benutzt wird, dann hört man wahrscheinlich nicht nur bei ganz moderaten Lautstärken, sondern man hört Musik. Man will es fühlen. Man will Spaß haben. Und irgendwann erwärmt sich dieses ganze Konstrukt. Das Chassis erwärmt sich, das Gehäuse erwärmt sich. Und was wir nicht wollen, ist thermische Kompression. Wir wollen nicht, dass das Chassis in irgendeinen Bereich kommt, wo es anfängt, nicht mehr so zu agieren, wie wir es uns das gedacht haben. Deswegen vergrößerten wir die Oberfläche durch den vergrößerten Schwingspulendurchmesser. Und im Zuge dessen hat der Kunde wirklich die Möglichkeit, länger, lauter vielleicht auch, aber auf jeden Fall länger die Musik zu genießen, ohne dass irgendeine Komponente, eine klangliche Komponente sich ändert. Und das ist ein kleines Detail, aber es ist ein Detail, was wir halt angefasst haben. Macht ja auch Sinn, das anzupassen. Großes Detail, das sei hier nochmal erwähnt, das ist der Jet 6. Wie gesagt, extra Video und extra Artikel haben wir dazu nochmal gemacht. Ja, zum Thema Preise hatten wir jetzt noch gar nichts genannt. Das Paar selbst 1790 Euro UVP. Und bei den Gittern, da verfolgt ihr ja noch einen anderen Ansatz, warum das halt optional ist sozusagen. Ja, das stimmt. Also vom Prinzip, es lag immer ein Metallgitter bei. Aber es zeigt sich einfach, dieser Lautsprecher ist so oft ohne Gitter betrieben worden, weil er einfach wirklich schön ist. Und warum sollten wir etwas ins Zubehör packen, was nachher nicht genutzt wird, irgendwo auf dem Dachboden verschwindet oder im schlimmsten Fall im Müll? Das wollen wir nicht. Deswegen kommt der Lautsprecher ohne jegliche Bespannrahmenoption. Aber die Gitter, die du gezeigt hast, die lassen sich optional erwerben. Genau. Und da ist wirklich dann die Möglichkeit, den Lautsprecher wirklich zu individualisieren. Genau. Preise findet ihr im Artikel dazu. Und die Bass gibt es auch einzeln zu kaufen und mit entsprechenden ELAC-Standfüßen dann auch verschraubbar. Das ist auch, glaube ich, nochmal ein Punkt, den haben wir noch nicht erwähnt. Ich habe das hier in den Detaileinblendungen nochmal gezeigt. Das Schöne bei dem ist ja, man sieht es jetzt hier in den Nahaufnahmen, der Lautsprecher steht auf einem Gummisockel, der dann mit dem Lautsprecher verschraubt ist und quasi die Schwingung nicht an den Standfuß überträgt. So ist der Ansatz, richtig? Richtig, genau. Der Lautsprecher steht oder hat keine mechanische Verbindung, keine ungedämmte Verbindung zu dem Aluminiumteil, denn schlussendlich steht das Aluminium ja auf dem Tisch, auf dem Lowboard, genau, auf dem Highboard oder auf dem Ständer. Das lässt sich auch mit dem Lautsprecherständer kombinieren. Aber der Lautsprecher ist nur mit dem Gummiteil verbunden. Genau. Genau. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich habe jetzt abschließend hier nochmal, wie gesagt, nochmal den Hinweis, zum Klangcheck. Also wir werden ihn gleich nochmal anschließen und nochmal ein bisschen durchhören. Ich werde ein paar Erfahrungswerte da festhalten. Und das Wichtigste, er soll im November 2023 in den Handel gehen, dieser Lautsprecher. Also er wird jetzt bei euch gefertigt, genau, und ihr könnt ihn dann quasi in Kürze kaufen. So ist der Plan von ELAC. Genau. Dann danke ich dir für die Erklärung und Ausführung. Und wie gesagt, schaut gerne euch das Video zum Jet 6 an. Gehen wir noch ein bisschen auf die Technik ein. Wird ein bisschen, sage ich mal, ausführlicher und lohnenswert, meiner Meinung nach. Also bis dahin und hab eine gute Zeit. Macht's gut.